Hallo, heute wollen wir uns mal mit den Grundschlägen an der Caronne beschäftigen. Die Perkussion bietet uns vier wichtige und entscheidende Grundschläge. Das sind wie Eckpfeiler sozusagen für unsere Hände. Und in diesem Video habe ich Bass, Ton und Tipp jetzt zusammengefasst, weil das ist das Entscheidende für den Einstieg an dem Instrument: Bass, Ton und Tipp. Ja, wir fangen mal an mit unserem Ton. Das ist eine Kurzform sozusagen, das ist der Snare-Ton. Und den spiele ich hier oben am Rand. Dann nehme ich die Fingerfläche, möglichst geschlossen. Hinter dem Brett sind ja Metallspiralen oder Gitarrensaiten, je nach Bauform der Caron. Und diese erzeugen diesen Snare-Charakter, der so ähnlich klingt wie beim Schlagzeug, die Snare-Trommel. Deswegen nennt man ja die Caron auch das kleine Schlagzeug. Ja, das kann ich mit der rechten Hand spielen oder auch mal mit der linken, was nach Möglichkeit genauso klingen soll. Natürlich gehen auch beide Hände oder abwechselnd. Der Snare-Ton ist im Grunde nicht schwer, kann man sehr leicht einsteigen. Auch ein sehr leichter Grundschlag, der Basston, der große Bruder, sage ich gern, vom Snare-Ton, der Bass. Und der liegt tatsächlich auch etwas tiefer hier an der Caron, wobei ich gar nicht bis in die Mitte mich bücken muss oder so. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja unsere Musiker, mit denen wir spielen, angucken. Ich lasse also den Arm einfach möglichst gerade runterfallen. Ich kann sogar der Hand etwas entgegenkommen, wenn ich die Trommel ein bisschen so kippel. Dann rutscht die Spielfläche nach oben. Und jetzt mit der ganzen Hand, gerne auch die Konzentration auf den Handballen, einen tiefen, dunklen, warmen Basston nach Möglichkeit ohne Snare. So gefällt er mir jedenfalls. Letztendlich wirst du auf deine Selbstwahrnehmung angewiesen sein bei der Frage, ob dir deine Grundschläge gefallen. Probier etwas aus. Man kann vor allen Dingen auch noch mal auf die Spannung in den Händen achten. Haben die Finger eine Spannung? Das beeinflusst nicht nur den Sound, sondern es ist auch günstig, wenn die etwas Spannung haben. Man kann die also auch mal so ein bisschen so bewusst spannen, weil man das Spielen einfach länger durchhält. Ne? Das zwiebelt nicht so in den Händen. Ja, Bass und Ton. Daraus entsteht im Grunde genommen erstmal im Wesentlichen der ganze Rhythmus, indem man die Sachen abwechselt. Ich spiele das Ganze hier mit meiner Führungshand. Das ist mir lieber als rechts und links zu sagen. Ich habe eine Führungshand. Wenn du also Linkshänder bist, nimm einfach die linke Hand und mach dann den Grundbeat aus Bass und Ton. Zwischen den Bass- und Tonschlägen gibt es kleine Tipps. Die kleinen Tipps, die spiele ich gerne mit dem Finger. Die kann man vom Prinzip her erstmal überall auf der Spielfläche spielen. So, und ja, wozu brauchen wir die? Damit füllen wir im Prinzip Rhythmus auf. Wenn wir nicht diese Hauptzählzeiten, die gerne mit Bass und Ton belegt sind, nur spielen wollen, sondern Achtel, Sechzehntel reinspielen in die Rhythmen, da kommen die Tipps wirklich ins Spiel. Und damit kommt auch die eigentliche Aufgabe für die Motorik, dass nämlich unsere Hand zwischen den Schlägen hin und her switchen muss. Wie zum Beispiel in diesem Achtelgroove. Basstipp, Tontipp. Für diese Grundübung habe ich noch ein paar Dateien gemacht, die findet ihr hier weiter unten. Da kann man sich mit einzelnen Beispielen beschäftigen und sich dabei die Frage stellen: Bin ich mit mir zufrieden? In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, bis zum nächsten Video. Okay, tschüss.